You know, Bats, we've been doing this little runaround of ours for years. It's been loads of laughs. But the sad fact is, none of us are getting any younger. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der befriedigendsten Tode von Zeichentrickfiguren. There is only darkness for you. That's your defense? No, my defense is eat me. Hey! You're back already! In dieser Liste sehen wir uns Charaktere aus Zeichentrickserien an, die das bekommen haben, was sie verdient haben und die Zuschauer zum Jubeln gebracht haben. Natürlich sind diese Ableben nicht annähernd zu befriedigen, wenn wir sie spoilern. Also seid vorsichtig. Welcher Tod einer Zeichentrickfigur erfüllt euch mit Genugtuung? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Toffee. Lasst euch von dem albernen Namen nicht täuschen. Toffee erinnert an einen dunklen Herrscher, einen Schurken aus Shakespeare und einen gerissenen Geschäftsmann. Toffee ist ebenso raffiniert wie schleimig und vielleicht der furchterregendste Gegner, gegen den der Star je angetreten ist. Am Ende der ersten Staffel schien Toffee sein Ende gefunden zu haben, aber nur seine körperliche Gestalt wurde zerstört. Toffee feierte ein Comeback, indem er nur auf seine richtige Zeit wartete. Seine unerschütterliche Zuversicht nach seinem scheinbaren Sieg macht es umso befriedigender, als Star ihre Mew-Bertie-Form annimmt und den Bösewicht in einen klebrigen Brei verwandelt. Toffee bleibt selbstbewusst bis zu seinem grotesken Ende. Wenn man bedenkt, was Toffee Ludow alles angetan hat, ist es nur passend, dass er ihm den Todesstoß versetzt. Only I know how this all turns out. It turns out you're dead. That's what you get! Nummer 9. Der Lich. Der Lich ist ein besonderer Fall, denn er ist die Inkarnation aller Dinge, die sterben. Are you my son? Wie besiegt man eine Verkörperung des Todes? Natürlich mit Leben. Als der Lich einen eindringlichen Monolog hält, sieht es so aus, als würde Finn das gleiche Schicksal ereilen wie Billy und Prismo. Finn findet die Schwäche des Lichs, als er mit dem Blut des Wächters bespritzt wird. I am the end. And I have come for you, Finn. Seine regenerativen Eigenschaften verwandeln den Lich in ein genaues Gegenteil. Ein unschuldiges, wenn auch riesiges Baby. Sein Untergang ist episch und absurd, wie wir es von Adventure Time gewohnt sind. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir den Lich sehen. Denn er versucht durch Sweet Pete zu handeln und hat einen kurzen Auftritt als New Death. You've been puppeting New Death this whole time! The spawn of life and death is a creature without purpose. Fit only to be a pawn in my eternal quest to end all life. Doch jedes Mal, wenn der Lich zurückgeschlagen wird, atmen wir erleichtert auf. Nummer 8. Tammy Guterman. Nachdem er Morty und das Publikum traumatisiert hatte, jubelten wir alle, als Rick King Jellybean in, nun ja, Gelee verwandelte. No, it's cool. Rick Portal, hurry. Diesen Platz müssen wir allerdings an Tammy geben, denn unser Hass auf sie wurde über mehrere Episoden hinweg aufgebaut. Tammy, die Klassenkameradin von Summer, scheint eine Nebenfigur zu sein. Nicht einmal Rick hätte voraussehen können, dass Tammy eine Undercover-Agentin der Galaktischen Föderation ist. In a lot of ways, what I really am is a deep cover agent for the Galactic Federation, and you guys are a group of wanted criminals, and this entire building is, in a certain sense, surrounded. Als sie ihre Hochzeit nutzt, um die Feinde der Föderation zu versammeln, erschießt Tammy Birdperson und macht ihn zu ihrer Geheimwaffe. Zwei Staffeln später bekommt Tammy endlich ihre gerechte Strafe. Es ist sehr befriedigend, dass Summer sich an Tammy rächen kann, weil sie ihr Vertrauen und ihre Freundschaft verraten hat. Genauso erfreulich ist es, dass Rick Tammy erlegt, weil sie ihn unter anderem dazu gebracht hat, auf eine Hochzeit zu gehen. I should have said that one first. Nummer 7. Graf Vlad Dracula, der Fehler. Ob im Original NES-Klassiker oder in Castlevania 3 ist es immer eine Belohnung, wenn der Spieler Dracula besiegt. Der Kampf gegen Dracula am Ende von Castlevania Staffel 2 ist genauso intensiv wie ein Bosskampf in einem Videospiel. You must be the Belmont. Das Ergebnis ist zwar befriedigend, aber auch viel trauriger, als wir es erwartet hätten. Als Dracula seinen Sohn überwältigt, wird er an das erinnert, was er einst hatte und erkennt, was er im Begriff ist, zu zerstören. My boy. I'm killing my boy.
Der Vampir bereut seine Sünden und erlaubt Alucard, ihn zu pfählen. Während er verrottet, versucht Dracula, seinen Sohn zum Abschied zu umarmen, aber dieser Luxus ist ihm nicht vergönnt. Es ist ein niederschmetterndes Ende und wir würden es nicht anders haben wollen, selbst wenn Dracula später wieder auferstehen sollte. Nummer 6. Die Erdkönigin. Trotz der unverzeihlichen Taten, die er begangen hat, hat ein Teil von uns eine Träne für Armon vergossen, als Tarlok seinem Bruder das Leben nahm und auch sein eigenes. It will be just like the good old days. Das kann man von Hu Ting, auch bekannt als die Erdkönigin, nicht behaupten. Während viele der anderen Bösewichte in diesem Universum bis zu einem gewissen Grad sympathisch sind, ist die Erdkönigin einfach eine arrogante Herrscherin, die ihr Ego über ihr Königreich und den Rest der Welt stellt. Seize these hoodlums and throw them in prison until they decide to show proper respect for the crown. Ihre unterdrückerische Behandlung der Luftbändiger und ihr Rachefeldzug gegen das Team Avatar verstärken unsere Verachtung für sie noch mehr. Das heißt aber nicht, dass wir so weit gehen würden wie Zaher. Dennoch ist es poetische Gerechtigkeit zu sehen, wie der Luftbändiger der Erdkönigin den Atem raubt und damit den wohl anschaulichsten Tod der Serie verursacht. Freedom is just as essential as air. And without it, there is no life. There is only darkness. Nummer 5. Bill Cipher. Gravity Falls hatte eines der befriedigendsten Finals aller Zeiten und Bill Ciphers Niederlage ist einer der vielen Gründe dafür. Gruselig, witzig und mit viel Freude an dem Chaos, das er anrichtet, ist Bill alles, was man sich von einem Bösewicht wünschen kann. Don't you toy with me, Shooting Star! I see everything! Ow! Not again! Why? Every time! Aber wenn jemand Dipper und Mabel bedroht, müssen sie gehen. Am Rande des Sieges überredet Bill Ford, ihn im Tausch gegen seine Familie in seinen Geist zu lassen. My only condition is that you let my brother and the kids go. Fine. No, Gregor Ford, don't trust him! It's a deal! Bill mag manipulativ sein, aber Stan ist der ultimative Hochstapler. Er bringt Bill dazu, in seinen Geist einzudringen und schlägt dem Traumdämon die Seele aus dem Leib, während Ford die Memory Gun abfeuert. You idiot! Don't you realize you're destroying your own mind too? It's not like I was using this space for much anyway. Alles, was von Bill bleibt, ist eine Statue und wir fragen uns, ob er wirklich für immer gegangen ist. Vielleicht ein Geheimnis für einen anderen Tag. Nummer 4. Darth Maul. Wir alle dachten, Darth Maul sei in die dunkle Bedrohung gefallen, aber das war nicht einmal die Hälfte davon. Der Krieger taucht in The Clone Wars wieder auf und findet in Rebels seine letzte Ruhestätte. I will mend this old wound. Es ist nur angemessen, dass Mauls letzter Kampf gegen Obi-Wan stattfindet, wenn man ihre Geschichte bedenkt. Im Gegensatz zu ihren früheren Kämpfen erinnert dieses Duell jedoch eher an einen klassischen Western oder ein Samurai-Duell. Während Maul sich seit ihrer letzten Begegnung nicht viel verändert hat, ist Obi-Wan viel weiser. Deshalb versucht Obi-Wan, ihm einige weise Worte mit auf den Weg zu geben, bis er keine andere Wahl mehr hat, als sein Lichtschwert zu ziehen. Obi-Wan lernt aus Qui-Gons Niederlage und besiegt Maul, der sich mit dem Wissen tröstet, dass der Auserwählte das Ende von Darth Sidious herbeiführen wird. Tell me, is it the chosen one? He is. He will avenge us. Nummer 3. Super Shredder. In den zahlreichen Staffeln von Ninja Turtles wurde Shredder entweder als dumm oder als böse dargestellt. Die Inkarnation von 2012 tendiert eindeutig zum Letzteren und wird von Staffel zu Staffel unberechenbarer. Sobald er zu Super Shredder wird, wird jeder Rest von Menschlichkeit, der in Urukusaki verblieben ist, von Macht und Rache verschlungen. At last, my nightmares will end. For tonight, you will finally perish. In einer Neuauflage des Ninja Turtles Films von 1990 stürzt Meister Splinter von einem Dach und wird von seinem Erzfeind getötet. Die folgende Folge ist eine Wiederholung von Das Geheimnis des Us, aber statt von einer Rampe zerquetscht zu werden, erhält Super Shredder den bombastischen Abschied, den er verdient. Es ist der ultimative Endkampf, in dem die meisten der Hauptfiguren zum Einsatz kommen und der damit endet, dass Leo sein Vater rächt. Yeah!
Es ist schwer vorstellbar, dass das Franchise dies jemals übertreffen wird. Nummer 2. Aku. Seit der ersten Folge hat die Serie darauf hingearbeitet, dass Jack den formwandelnden Meister der Finsternis besiegt. Es dauerte 5 Staffeln und etwa 16 Jahre, aber die Fans bekamen endlich das mitreißende Finale, das ihnen versprochen wurde. Selbst mit der Unterstützung seiner Verbündeten scheinen Jacks Bemühungen gegen den unerbittlichen Aku vergeblich zu sein. You're nothing but insignificant insect to Aku. Ashley erweist sich als der Schlüssel zum Verhängnis ihres Vaters, denn sie entdeckt die Macht, Jack dorthin zurückzubringen, wo seine Reise begann. Wenn er dorthin zurückkehrt, wo er Aku zum ersten Mal begegnet ist, hat Jack einen Vorteil. Das ist eine clevere Lösung, die mit einer spannenden Konfrontation endet. Do not worry, Samurai. You will see me again. But next time, you will not be so fortunate. Als Jack sein Schwert in den hilflosen Aku stößt, atmen wir alle tief durch, denn wir wissen, dass diese langjährige Rivalität bald ihr herzzerreißendes Ende finden wird. Bevor wir unsere Top-Auswahl vorstellen, gibt es hier noch einige lobenswerte Erwähnungen. Diane Simmons, Family Guy. Ein Tod, der eines Hitchcock-Thrillers würdig ist. La Sombra, Hey Arnold, der Dschungelfilm. Der Fall ist der Untergang. Antipops, Regular Show. Eine Geschichte von zwei Brüdern findet ein bittersüßes Ende. I wish I could take it all back. You can try. You and I together, brother. Admiral Zhao, Avatar, der Herr der Elemente. Wir sehen uns im Nebel der verlorenen Seelen. Take my hand! Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Der Joker. Im Laufe des DCAU hat der Joker zahlreiche Todesfälle überlebt. Da die Zensoren ihm ständig auf den Fersen sind, hätten wir nie gedacht, dass dieses Kreativteam einen echten Joker-Tod erleben würde. Wir hätten auch nie erwartet, dass der Joker Robins Geist verdreht und Batmans geheime Identität erfährt. And the dear lad began to share such secrets with me. Secrets that are mine alone to know, Bruce. It's true, Batsy. I know everything. Dieser Film geht aufs Ganze und bietet uns eine Konfrontation, die wir uns schon immer gewünscht haben. Alles läuft darauf hinaus, dass sich Tim Drake zwischen dem Joker und Batman entscheiden muss. Deliver the punchline. Es gibt zwar zwei Versionen der Szene, aber diejenige, die uns im Gedächtnis geblieben ist, zeigt, wie Tim auf den Joker schießt, der ausnahmsweise mal nichts Lustiges zu sagen hat. That's not funny. That's not... Es könnte der befriedigendste Tod des Jokers in allen Inkarnationen sein, obwohl der Clownprinz des Verbrechens immer noch einen Trick im Ärmel hat. Can't be. Oh no, your old eyes do not deceive you, Brucey. After all, who know me better than you? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.